Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin in Adventures. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, das ich auf Steam entdeckt habe. Im Prinzip ist das ein Klickmanagement-Spiel, oder? Ja, das ist natürlich vom Teller, vom Zitronenpressen-Limonadenverkäufer zum Milliardär. Onkel Dagobert wäre stolz auf mich. Thank you.
Also mich amüsiert das Spiel. Also es ist auf jeden Fall mal kurzweilig. Thank you.
Na also, geh doch langsamer. Sehr schön. Thank you.
eine Forest Trump. Ich kauf Zitronen für 1 Million. Jawoll, ich bin der Zitronenimperator. Sau gut. Mir gehören alle Zitronenstände in der ganzen USA. Mir gehören also Limonadenstände. Mir gehören fast alle Zeitungen. Ja, dann lassen wir mal laufen. Thank you.
Das Schöne ist, dass die ständige Reinvestierung müssen wir so gut wie nie Steuern zahlen. Also, müssen wir in dem Spiel eh nicht. Wir müssen auch irgendwie scheinbar kein Gehalt zahlen. So, da kaufen wir uns gleich mal unser erstes Hockey-Team. Also wirklich Gewinner werfen du das ja nicht im Vergleich zum Schrimpsstand oder so. Ja gut, aber das läuft ja immer so für sich hin. Also im Prinzip ist das ein Klickmanagement-Spiel, bloß halt auf das einfachste Niveau runtergeschraubt. Wir klicken halt einfach nur Sachen an, dann stellen wir Leute ein, die für uns das Klicken übernehmen, dann klicken wir einfach was anderes an, dann stellen wir da wieder jemand ein und dann versuchen wir das abzubrechen. Also, es ist zwar ziemlich kurzweilig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die das wirklich länger spielen. Mir ist absolut schleierhaft, wie die sich finanzieren, weil, sagen wir mal ehrlich, warum soll ich da Geld reinstecken, weil das hat ja kein echtes Ziel, oder? Wir klicken halt da so ein bisschen fröhlich vor uns hin. Das bringt mal richtig Knete. Gut, das wäre dann entsprechend lang dauern, bis da mal was passiert. Ja gut, die sind so langsam, also...
Also jetzt haben wir so eine Stufe erreicht, wo es langsam ein bisschen langweilig wird irgendwie. Also Freunde der Nacht, wir fallen ja bald die Augen zu. Das ist, anfänglich ist das ganz witzig und kurzweilig, aber das relativ schnell wird das so ein bisschen langweilig irgendwie. Was a love of money. Eine Quadrillion. Holy moly. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir setzen uns einen Cut. So, merke, einfach Escape drücken führt uns nicht in ein Menü, sondern es schließt das Spiel. Und zwar instant. Jo, aller Fahrt. Das Schöne ist aber, es speichert quasi in dem Moment, wo man Escape drückt und das Spiel dadurch automatisch verlässt, wird das irgendwie so ein bisschen gespeichert. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Mir ist absolut schleierhaft, was hier die Langzeitmotivation sein soll. Wie gesagt, die ersten 10 Minuten fand ich das extrem lustig, aber dann stellte sich eine gewisse Erschöpfung ein und ja, gell. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, das man ernsthaft spielt oder ob das halt etwas ist, was man nebenher laufen lässt. Kostet auf jeden Fall nichts. Wenn ihr das lustig findet, macht das mal. Ich aber setze an der Stelle meinen Cut. Wir sehen uns wieder.
wenn ich wüsste, wie der Ton ausschaltet, würde ich das einfach den ganzen Abend erstmal laufen lassen. Einfach mal spaßeshalber, bis wohin ich komme. Ich glaube, das ist echt der größte Reiz. Einfach mal, wie weit komme ich hier eigentlich? Möglicherweise sehen wir uns hier nochmal wieder, dann zeige ich euch, wie weit ich gekommen bin. Ansonsten macht's gut, bis bald. Tschüss.